Heiter geht's weiter mit unserem munteren Business-Tour-Abenteuer, wieder mit den üblichen Verdächtigen. Nur heute gibt's eine kleine Änderung. Tyson fühlt sich auch noch nicht bereit. Denn der liebe gute Erik, er sitzt jetzt hier nicht mehr mit uns am Tisch. Wir haben ihn nur noch über, wie Tyson sagen würde, das Dosentelefon am Apparat. Erik, sag doch mal was. Hallo. Ihr werdet es jetzt vielleicht beim Hallo noch nicht gemerkt haben, aber wenn der alte schwere Nöter ein bisschen mehr redet, wird euch vielleicht auffallen, dass Erik sich nicht mehr anhört wie früher. Mir wird seine alte Stimme fehlen, die immerhin klar war. Vielleicht muss ich werde eben auch echt älter. Vielleicht muss ich echt mal in Erwägung ziehen, irgendwo rauszuwerfen. Nick, ich werde auch älter, ich komme auch in Stimmbruch. Du wirst mal älter, du bist schon am Ende des Altseins angekommen. Erik, irgendwann wird Tyson auch noch die Seite wechseln, ich sag's dir, wenn du dich weiter so benimmst wie die letzten Runden. Letzte Runde war ich total lieb, glaube ich. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die letzte. Ja? Auch nicht. Dann brauchen wir einen neuen Hashtag. Warum? Tyson wird sowieso von jedem geliebt. Er ist Tyson. Ja, eben. Aber wenn Tyson Seite wechselt? Er kann auch einfach in den Sack mit reinschlüpfen, das macht doch keinen Unterschied. Da ist viel Platz. Ja. Geht schon wieder los mit den perversen Anspielungen hier. Nein, 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 okay. Das Mikro hat halt einfach sozusagen die Kraft, mich zurückzuhalten beim Alkohol trinken. Jetzt schalte ich voll durch. Ja, so über das Dosentelefon würde ich mich auch zurückhalten. Am Ende reierst du noch rein. Nachher ist das eine Bierdose. Der sagt. Aber Nick, den Schützen wirklich nicht da reinreihe bei der Qualität. Oh mein Gott. Leute, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber. Erik ist ja schon immer jemand gewesen, er verstottert sich manchmal, ne? Und ja, jetzt mit diesem wundervollen Mikrofon, verstehe ich ihn manchmal so schlecht. Erik, es tut mir leid, ich glaube, ich werde 5-mal nachfragen müssen in den kommenden Folgen, was du gesagt hast. Möchtest du deine Aussagen eben wiederholen? Was habe ich eigentlich eben gesagt? Warte mal. Ja, schon. Erik, einfach langsamer reden. Ich sagte gerade eben, dass das alte Mikro mich zurückgehalten hat vom Alkohol trinken. Jetzt mit dem neuen starte ich voll durch. Jawohl, immerhin eine positive Sache an diesem Dosentelefon. Scheiße, ich liebe diese Betitelung. Ach so, genau, das meine ich danach auch noch. Und zwar das Dosentelefon. Wenn ich da darauf kotze, ist sowieso egal. Die Qualität wird davon auch nicht schlechter werden. Das stimmt. Ja, stimmt. Ach, warum sieht es schon wieder so gut aus für Erik? Du hast erst in der letzten Folge gewonnen. Irgendwann reicht's. Jetzt ist ja wieder Zeit für einen Tyson-Sieg. Ja, muss ich einfach genau ein bisschen. Ich meine erst Tyson. Ein bisschen einspielen. Nein, Tyson, warum? Ich wollte nur meinen Standpunkt klar machen, tut mir leid. Ich bin reich, ich kann Tomaten bewerben, wie ich möchte. Erik, ekelhaft bist du, mehr auch nicht. Ja. Du auch. Voll Sarah, komm. Vor allem voller Tomaten. Gegen Erik. Sarah. Sarah, du bist lieb, oder? Schade. Auf dein weißes Fell. Boah, das ist frech. Aua. Erich. Sag, ist das nicht schön, dass wir Erik dabei haben? Er hat es geschafft, unbeliebter zu werden als du im Business Tour. Und das, obwohl wir nicht mal die Staffelhälfte erreicht haben. Gut, er war irgendwie schon nach 3 Folgen der unbeliebteste der Runde. Nick. Heißt nein. Glaubst du eigentlich, Sian, dass wir deswegen rot geworden, weil da ganz viele Tomaten draufgeflogen sind? Ja, Psyan hat den Flamingo-Effekt. Flamingos essen ja immer Krebse, um dann so rosa zu werden. Psyan wird einfach abgeschmissen mit Tomaten, weil es scheiße hässlich ist. Selber hässlich. Kriegst du jetzt ab. Ey, nichts gegen meinen Nook. Du mit deiner nackten Katze da. Nick, ich war nicht, ich hab noch eine Tomate übrig. Ach nö. Ich auch. Erisch, ich auch. Okay, Erisch. Okay. Duell wie im Wilden Westen. Ja, wir drehen uns jetzt Rücken an Rücken. Also das heißt, wir drehen unsere Stühle um. Dann drehen wir uns um und wer... Warte, der Mauszeiger, der muss in der Mitte vom Spielfeld sein, ja? Okay, warte. Und dann, wer sich schneller umdreht und dem anderen eine Tomate ins Gesicht feuert, hat gewonnen. Okay, ich hoffe, du bist mit dem Rücken zum Bildschirm. Ja, bin ich. Okay, wer zählt an? Ja, keiner von uns beiden, ne? Tyson übernehmen. Sarah. Tyson, mach du mal. Nein, Sarah. Okay, Sarah. Was? Ich hab noch 10 bis 3. 1, 2. Nein, du Fresse. 3. Ach du Scheiße. Ah! Oh nö! Ja! 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 Yes! 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 Ich bin der Western-Sheriff! Ich werfe alles, was grün ist.
Ich wäre für alles, was nicht grün ist. Das Schöne blau, ist, ich schneide bis rot. Tour, ja. Ich frühstück jetzt mal unauffällig nebenbei. Unauffällig? Wie unauffällig? Frühstückst du nebenbei? Nicht so, dass man wie bei Lennart knuspern hört. Ja, Lennart frisst ja auch wie so ein... Ach ja, Lennart. Wie ein Maschwein, Tyson. Sag's, wie es ist. Ja. Immerhin kann er überhaupt noch Erik? Alleine essen, so alt wie ja. Kannst du bitte 7000 abgeben? Warum soll ich das tun wollen? Ich will reicher sein als du. Mist. Tyson, du Verräter. Danke, Erik, dass du diesen Gefallen tust. Oh. Ja, nehmen wir New York, ne? Italien, England, langweiliges Erik, Finale. Erik, raff dich die Ecke da hinten nicht immer dahin? Welche Ecke? Die... Oh ja, genau, die Ecke ist relativ... Die gute hier, wo ich gerade ein bisschen renoviert habe. Ich weiß nicht, ob ich einmal gestorben bin oder zweimal gestorben bin. Oder fünfmal. Aber ich hatte schon mehrere Tode wegen Weltmeisterschaft auf New York. Ich glaube, es waren sogar zwei. Ey, Nick, wann kommt die Folge ja eigentlich? Nächste Woche Freitag. Dann ist der Sieg von Italien noch schon wieder so lange her. Hä? Das ist dann noch brandaktuell. Ja, das ist anderthalb Wochen. Also das ist immer auch brandaktuell. Die Themen sind immer. Ja, hier bei Business Tour. Brandaktuelle Themen aus der Vergangenheit. Das kennen wir gut. Ja, mein Gott, ich schaue mir auch manchmal Videos von 2014 an. Da denke ich mir auch so, ja, das ist nicht mehr ganz so aktuell. Finde ich aber lustig, wenn da so Gespräche sind, keine Ahnung, 2013, wo darüber gesprochen wird, und habt ihr auch schon ein Smartphone? Und das erst noch so im Kommen war. Dann denke ich mir so, ja, zu der Zeit hatte ich auch noch lange keins. Ich schon. Ich bin erst mit 14 Jahren auf ein Smartphone umgestiegen. Vorher hatte ich mein aufklappbares Nokia-Handy. Und ich hatte mich prinzipiell geweigert, ein Smartphone zu haben. Meine Mutter so, Nick, alle haben das jetzt, du willst auch eins. Ich so, nein, ich bleib bei meinem Nokia. Und dann hat sie mir eins gekauft und dann, Sarah! Oh ja. Nein. Und so, ich bin nicht letzter. Und so bekam ich dann mein Smartphone und ja, seitdem ich auch modern, ein bisschen. Indem du Sarah ihr Geld geraubt hast? Sarah, es tut mir leid. Vor allem, ich habe ja so eine aufklappbare Handyhülle. Und einer aus meiner Klasse ging mal an mir vorbei, hat mir auf die Schulter getätschelt und meinte, Nick, das ist so süß, du tippst wie meine Mutter. Aber weißt du was? Ich bin einer von den alten Menschen. Oh, find ich genauso wie du. Finde ich gut, immer mit dem Zeigefinger. Ja. Oh, Erisch, wir sind alt. Wir sind einfach alte Säcke. Ganz ehrlich, ich glaube, die Zuschauer sehen uns gerade auf einer Veranda mit einem Schaukelstuhl, Erik. Ich habe letztens mit einer Freundin von mir geschrieben, und meinte zu ihr, dass ich mal so tippe. Und sie meinte halt so, weißt du, ich bin zwar eine professionelle Handystalkerin, aber dir würde ich nicht in das Handy schauen, wenn du so tippst. Verständlich. 5 Stunden freies Telefonieren. Ah, okay, das ist praktisch. Und niemand telefoniert 5 Stunden einfach so mit dem Handy weg. Habe ich immer noch. Einen Monat? Du? Ja. Brauch ich jetzt so. Ich telefoniere auch oft übers Festnetz noch. Ach Gott, das habe ich seit 8 Jahren oder so nicht mehr gemacht. Nick ist ein Rentner. Ja, ist echt so. Ja, mach das heißt, seit wann gehört ihr auch noch Frankreich? Ach, habe ich mir mal, eben gekauft. Als ihr der Sinn da erstrebt, finde ich gut. Mhm. Na, Irisch, was machen die Finanzen? Ja, ich halte mich so gerade noch eben so bei Wasser. Ach, jetzt habe ich. Oh nee, jetzt kann ich mir Tokio nicht mehr kaufen. Hättest du sowieso nicht. Du hast schon 2 Länder. Ah, okay, na dann. Beim England und. die Dings Flagge! Ach, hier ist deine Suppenküche. Danke, Tyson, für das schöne Süppchen. Ach, Shanghai habe ich mir ja eben geholt, das stimmt. Oh nö. Tyson, hatte Erik es nicht angekündigt? Ist er tot? Aua. Oh ja, der ist tot. Ja, absolut, ich bin tot. Na, Erisch, ne? Das waren 800.000 zu wenig, ne? Ich mach das, Erik, keine Sorge. Keine Sorge, Nick, ich bin dabei bei dir, dann bezahle ich meine Schulden ab. Finde ich gut. Hey! Eine ernst gemeine Frage. Denkst du, du kommst jemals zu Nick? Ja.
Nach dem, was ich da immer so gehört habe. Wir haben gerade was geplant. Das steht eigentlich schon fest. Ich wollte gerade sagen, eigentlich steht nicht im Wege. Okay. Leute, ich muss es einfach tun. Es muss einfach sein. Mir gehört Spanien. Los. Ja. Ich hab gerade den Saft verloren. Ach, Gott sei Dank ist Erik weg. Jetzt habe ich den Saft. Das ist jetzt eine Frechheit, dass du das sagst. Dass du den verloren hast. Echt mal, Erik, du hast ihn von Sarah geklaut, aus ihren toten alten Fingern. Moment, das ist doch falsch. Aus ihren toten kalten Fingern, wollte ich sagen. Okay, wir halten also fest, wer den Saft kauft und ausbaut, wird verlieren. Was? Nö. Doch, Sarah hatte den Saft, hat verloren. Ich hatte den Saft. Der Saft war aber schon immer meine Gewinnstrategie. So, und was muss natürlich geschützt werden? Er ist es einfach. Oh, Tyson ist so schön, wie er mal wieder ein Finale zusammen. Das ist das Beste. Ja, wir genauso. Ich hätte mich Hamburg abkaufen dürfen. Aua! Ich habe gerade so aus 4 Millionen in einer Runde rausgeworfen. Aber wir vergrößere ich, das ist mir wert. Hauptsache Spanien ist teuer. Klar, ich brauche noch irgendeinen Trumpf. Ja, der Saft! Der Saft! Ach Mensch, Nick. Nein, Nick. Du könntest ja jetzt aber auch hier immer dein Disney. Das ist aber in Paris. Ja, das ist doch quasi Paris. Ja, okay, Frankreich ist Frankreich. Ja, Frankreich ist Frankreich. Oh ja, da tut mir das ist nur so, als würde man seine beiden Schuhe verwechseln. Ja, genau. Das Ding ist halt, den Link auf den rechten Frankreich ziehen. Frankreich ist einfach echt Frankreich, die werden jetzt genau gleich viel wert. Nee, wenn du drauf drückst, Paris hat eins, komm. Ja, es ist ein kleiner Unterschied. Musst du nur draufklicken. Und du hast recht, und wirklich noch ein ganz kleiner Unterschied so. Spanien gehört sicher mir! Ja! Wow. Auch im echten Monopoly hole ich mir immer die braune Straße ganz vorne, ich finde ich super. Ich stelle mir irgendwie gerade so vor, dieses, ich weiß nicht, kennt ihr dieses SpongeBob-Meme, wo SpongeBob sich über seinen einen Burger freut und was auch immer das andere Viech da als den ganzen Haufen da hat? Was? Hä? So sehe ich gerade Nick. Er hat so seine eine Straße, die einfach wirklich nichts wert ist, aber er freut sich drüber. War harte Arbeit. Ich freue mich auch darüber, wenn ich einen Norma-Prospekt aus dem Osten zugesendet kriege. Ich freue mich auch im Echtleben halt über so richtig kleine Dinge immer. Ist das einfach süß? Ich habe nicht so hohe Erwartungen. Ich freue mich halt echt über so kleine Sachen. Jedes Mal hier, Tyson. Danke, danke. Ich fühle einfach Lyon, Tyson. Danke. Kann ich hier bleiben? Gefällt mir. Ich würde gleich glatt wieder jetzt bei die 1 Million hier zahlen. Hätte ich schon Lust, bin ich ganz ehrlich. Deshalb gebe ich sie hier aus. Von dem ganzen Geld, was du mir schon gegeben hast, hättest du dir das auch kaufen können. Nein, das soll ja schon in deinem Besitz bleiben. Ach so, ja. Ich genieße es, wie du deine Hotels einrichtest. Ja. Gar nicht überteuert, 1 Million. Macht niemand so gut wie du, Tyson. Man bezahlt ja auch ein bisschen für die Marke, ne? Ja, eben. Ich meine, Teil ist einfach göttlich, deswegen gibt es ein bisschen Aufpreis. Es ist einfach so ein Merkur-Hotel. Man weiß einfach, dass, wenn man da ist, dass es alles nobel und gut ist und man einen Bademantel mitgehen lassen kann. Ein? Genau. Ja, Sarah, ich habe jetzt nicht in deinen Verhältnissen gedacht, tut mir leid. Peking, die gute Ente. Hey, Erik. Ich wollte gerade sagen, Schnatter für uns und er macht es. Er macht's instinktiv. Oh mein Gott, mein Gedanke war gerade, Erik schnattern zu lassen. Er macht's einfach von sich aus. Erik, du bist so perfekt seltsam, ich liebe es. Ich bin gleich wieder da, einen Augenblick. Also nein, was macht er jetzt? Ruft aber eben Uwe Westphal an mit seinem Dosentelefon, dass der hier für uns quaken kann. Mit seinem alten. Der Saft ist es nicht. Vertrau mir. Okay. Aber
Habe ich jetzt auf Hamburg gedrückt? Nee, Saft, okay, ich wollte schon sagen. Aces. Vertrau mir, ich komme da jetzt raus. Okay, nächste Runde komme ich da raus. Vertrau mir, Nick. Tyson, du sagst, Saft ist es. Ja, ich komm da raus. Ich hab dir vertraut. Ich komm da noch rauf, keine Sorge. Okay. Ah, weg hier mal. Mailand, das war's mal wieder zwischen uns. Hier trennen sich wieder die Wege zu Mailand. Da bin ich wieder. Ich würde euch gerne einen Freund von mir vorstellen. Seid ihr bereit? Ja. Nein. Nick, ich hab gesagt, der holt bestimmt eine Ente. Ich hab nicht eine Ente, wenn wir eine haben. Tyson, du wolltest auf den Saft kommen, du hast es versprochen. Ja, einmal noch? Ja, Ente, noch willst du nochmal noch was sagen? Wie sagst du sowas? Ich finde das so gut. Und jetzt, Sarah Theis, wir lauschen. Wir lauschen jetzt einfach den Vögeln. Erik. Okay, reicht, genug Ente. Nein! Oh, jetzt legt die Ente richtig los! Das Ding ist halt, diese Ente ist eigentlich im Auto. Und meine Mutter, immer wenn sie irgendwo anhält, erstmal die Ente quaken gehen. Finde ich super. Das heißt, du kannst immer auch nicht auf den Saft. Okay, ja, ich bringe kurz die Ente zurück ins Auto. Das heißt, das ist nicht der Saft, ich werde gleich wütend, ne? Du hast es versprochen. Seit wann bricht Jesus seine Eier? Das kannst du nicht kaufen, das muss ich schnell kaufen und verkaufen, das heißt, das geht einfach nicht. Tut mir leid. Boah, jetzt musst du die Tradition weiterführen und es verkaufen. Ja, jetzt muss ich verkaufen, mach ich gleich. Du musst immer auf den Saft heißen. Ich bemühe mich, Nick. Oh, ich weiß schon, wie die Folge benannt wird. Siehst du, Nick, ich bin nicht. Ja, danke, Tyson, danke. Erik, ich hoffe, du bringst die Ente mal öfter mit. Ich sag mal so, die Ente ist bei uns im Auto. Und dann werde ich dir raten, was ich nachher benutzen werde zum Nick fahren. Ja! Oh mein Gott! Ja! Ach, du Dann habe ich die Ente hier! Ey, Erik, ich sehe uns schon im Auto sitzen, quaken wir die ganze Zeit. Und dann meine ich nicht, dass wir sprechen. Thais, was isst du gerade? Was isst du gerade? Eine Pizza. Ui, sehr gut. Welche Sorte? Salami. Ah, sehr gut. Thunfisch ist zwar besser, aber ich hatte kurz so, was Margarita sagst. Darf's nicht holen. Nick, deine Meinung zu Pizza Hawaii. Ach. Sehr gut. Richtig. Reicht das als Antwort? Absolut. Boah, gehört nicht auf Pizza. Meine Mutter liebt Pizza Hawaii. Ananas gehört nicht auf Pizza. Es ist ein Fakt. Es ist nicht nur ein Fakt, es ist ein Gebet. Das kann man auch jeden Italiener fragen. Oh ja. Wo ist Nuss, wenn man ihn braucht? Die haben halt so 4 verschiedene Teile bestellt gehabt, da ich keine Salami und sowas gerne esse, gab es für mich halt einfach eine Pizza mit Pilzen und Schinken. Mit Pilzen? Oh, das geht aber auch. Nee, ist nicht meins, aber okay, erzähl weiter. Ja, besser als Hawaii. Hier, es waren welche so frech und die haben mir einfach meine Stücken geklaut. Das heißt, ich war dann gezwungen, die anderen Stücken zu essen. Einfach weil ich Hunger hatte. Traurig. Wie wieder mein Leben Pizza Hawaii. Ekelhaft. Oh, du hast Hawaii. Ja. Oh, du Arme. Oh, Sarah, ich fühle es gerade. Vor allem, ich hab wirklich alle groben Stückchen abbekommen, aber das, was im Käse wirklich drin war, das habe ich nicht rausbekommen. Oh, das ist widerlich. Das schüttelt es mich schon, wenn ich nur daran denke. Oh Gott. In so ein saftiges Ananasstück auf Pizza zu beißen. Also Ananas von mir aus so ja, aber nicht auf Pizza. Ich bin tatsächlich generell kein Ananas-Fan, also. Also erstmal mag ich Ananas generell nicht gerne. Komm, Tyson, hier eine kleine Spende. Und zweitens, was auch noch echt schlimm ist, ist so überhaupt generell gekochtes Obst. Finde ich, kann ich überhaupt nicht abgewinnen. Ja. Überhaupt nicht meins.
mag ich auch überhaupt nicht gekochtes ist halt Obst. So, oder so getrocknetes Obst. Irgendwie. Oh, das ist auch nicht besser, das stimmt. Oh, getrocknetes Obst auch. Wisst ihr, welche Pizzasorte ich auch total hinterfrage? Pizza Meeresfrüchte. Die hinterfrage ich, warum existiert die überhaupt? Gibt es irgendwen, der sich so denkt, oh, ich hätte jetzt mal Lust auf Meeresfrüchte auf meiner Pizza. Köstlich. Oh Gott. Meine Mutter warum haben Mütter so einen seltsamen Geschmack? Deine Meeresfrüchte, meine Hawaii. So, Thais, wo führt dich dein mutiger Marsch hin? Der mutige Marsch. Oh Gott. Wie heißt mit Oh. Ja, das meine ich gerade. Überlebt er da? Er überlebt. Oh mein Gott, Tyson, was bist du für eine Legende? Du überlebst gerade 10,5 Millionen Euro-Schaden. Euro. Tut mir leid, ich bin sehr das deutsch. Ist nicht eher Dollar? Oder? Gold. Also, Münzen. Ich müsste alles verkaufen. Oh. Also, Nick, das ist ein herzlichen Glückwunsch. Danke! Danke! Ah, Tyson. Und ich gewinne mal wieder eine Runde. Himmel aufgestiegen. Amen. Wenn ich nicht Vierter oder Dritter wäre, gewinne ich das Ding. Dann fahre ich den Sieg nach Hause. Dankeschön. Dankeschön für den Applaus. Ihr könnt auch ruhig aufhören. Ihr müsst nicht so intensiv applaudieren hier. Also, danke. Ja, lieber nochmal Geschnatter von der Ente, Erich. Komm. Ist wieder Auto. Ich tröte auch. Oh. Ich vermisse das Geschnatter. Ich bin sehr verdient, Nick. Das gönne ich dir richtig gerade. Aber, Thais, ich muss sagen, es war ein gutes Duell zwischen uns. Das war mal ein Duell auf Augenhöhe. Das war nicht langsam ausbluten. Wir hätten es beide reißen können. Ja, eben. Das war jetzt einfach Würfelpech, dass du auf meine Weltmeisterschaft kamst. Ja, genau. Du hast einfach jeden von uns umgebracht. Ja, manchmal muss man hart durchgreifen. In diesem Sinne, vor allem bei Erich. Die Sinne, okay. Ich habe gehört, wir sehen uns dieser Kombination nächsten Freitag wieder. Vielleicht erreichen wir Erik dann wieder über sein Dosentelefon, dass er wieder rangeht. Absolut. Hat das noch eine Drehscheibe, Erik? Mikro kann man drehen. Zählt das? Jetzt geht die Schnur doch immer noch. Durch die Schnur. Also dann, tschüss! Tschüss!